Hallo Leute, hier ist wieder euer Banana Brother Chili und willkommen zurück bei Let's Play Chrono Trigger. Wir waren ja jetzt endlich mal beim im letzten Part waren wir ja stehen geblieben. Ja, wir haben endlich mal wieder was geschafft und ja, jetzt machen wir uns erstmal hier wieder voll. Das kennen wir ja mittlerweile schon. Und jetzt gehen wir mal hoch und schauen mal, können wir uns vielleicht jetzt mittlerweile endlich mal was kaufen von denen? Nee, noch nicht. Da drin vielleicht. Na, da ist sie doch. Da ist unsere Ingeborg. Gut kommen, Chili. Bald Nacht und bereit für Feier. Los, Chili. Ja. Alle zuhören. Neue Freunde hier. Starker Mann, Chili. Freunde von Chili. Dakane und Gudrun. Ungar. Ja. Ungar. Jetzt wir tanzen. Ah, die Melodie kommt doch bekannt vor. Warum bin ich eigentlich ganz allein rechts? Ich bin allein. Na? Ihr Fremde, aber Inge feiern. Warum? Das ist keine Zeit zum Feiern. Los, Chili, feiern wir. Los, Chili, feiern wir. So, meinte ich natürlich. Gute Musik, wir Generation weitergeben. Können wir jetzt hier wieder tanzen wie damals? Chili, essen, singen, tanzen. Ja. Welch unangenehme Substanz. Und so viele Käfer darin. Boah. Was macht der da? Das ist fantastisch. Ich will auch tanzen. Bam. Oh, wie sie sich einfach mal auf den Arsch klatscht. Das ist super. Los, Chili, tanzen wir. Ja, klar, warum nicht? Ja, ja, wir wissen's wie. Okay, genug getanzt. Na, sagst du immer noch... Ja, der sagt immer noch das Gleiche. Chili versuchen. Spezial-Uhrzeit-Wildschweinsuppe. So was Gutes. Ingeborg kämpft Reptiten. Ihr Chef Azala. Sehr gerissen. Alle in Iokadorf kämpfen. Wer nicht ins Laruba-Dorf gehen, nicht wissen, wo Dorf ist, immer verstecken. Azala will zerstören Ioka und Laruba. Aber Ingeborg nicht verlieren. Erst wenn Ingeborg tot aufgeben. Genug. Chili heute treffen. Guter Tag. Essen, feiern, singen, tanzen. Chili, du roten Stein suchen. Irgendwie sowas hat sie gesagt. Seltener roter Stein. Kraftzeichen. Inge am stärksten in Ioka. Also Inges Stein. Du, Inge, kämpfen. Wenn gewinnen, Inge dir geben. Inge herausfordern. Ja, klar. Viel Suppe bringen. Jetzt feiern, also essen. Chili und Inge, Suppenwettkampf. Ach du Scheiße. Einfach dauerhaft A drücken. Ah, trink. Oh, Button Smashing. Genug Chili. Du gewinnen. Ich Stein geben. Chili, viel gegessen. Letzten Topf für Gesundheit essen. Okay, essen. Vielleicht zu viel gegessen. Ja, gut möglich. Boah. Die sind natürlich jetzt total verkatert. Guten Morgen. Diese Suppe scheint Menschen zu beeinträchtigen.
Morgen, Chili. War letzte Nacht nicht irre? Wo kommen diese Fußspuren her? Es ist weg! Oh nein, der Torschlüssel ist verschwunden! Der Dieb muss die Spuren hinterlassen haben. Es ist zu riskant, das Tor ohne ihn zu benutzen. Chili, suchen wir Ingeborg! Chili, schon wach? Zu viel Suppe. Wie Stein geschlafen. Wir wecken dich ungern, aber wir wurden beklaut. Was? Waren bestimmt Reptiten. Chili, mitkommen. Mit Reptiten abrechnen. Wer noch mitkommen? Ja, das ist bei uns jetzt klar. Weil da Kane später zu unserem Team gehört, wird da Kane mitgenommen. Jemand vom Dorf. Wir gehen fragen. Los, Chili. Hey. So, jetzt machen wir aber erstmal. Nee, das da. Ach, können wir nicht. Okay. Da muss da Kane erstmal vorzeitig auf der dritten Position sein. Boah, die hat ja immer extrem viele Kraftschal. Halleluja. Den Kraftschal, den hätte ich gern mal, ne? Den darfst du gerne mal abdrücken. Also den kriegt Chili auf jeden Fall. Sie kann sich dann mit den Krafthandschuhen noch vergnügen. Jetzt gehen wir erstmal. Können wir jetzt endlich einkaufen? Willkommen, was ihr haben. Bringen und ich eine Waffe oder Objekt geben, was du geben. Nee, Rubingewehr. Noch mehr Handel, ja. Geben wir mal Rotblatt und Zahn. Auch, ach, das war das Rubingewehr. Ups. Drei Rotblatt und drei Horn. Gegenbogen Weisheit. Nee, brauchen wir auch nicht. Wir brauchen ein Schwert. Gib uns mal ein Schwert, du Arsch. Dreimal das. Und dreimal das. Steinhand. Ja, Steinarm. Ah, das ist für Dingens. Für der Kendern wohl. Nehmen wir mal dreimal Rotblätter und nochmal Rotblätter. Dasselbe geht nicht, zwei andere. Okay. Dann müssen wir jetzt erstmal ein bisschen rumprobieren. Zahn. Und dreimal Rotblatt. Na gut. Scheint so, als würde das nur Bogen weist halt. Drei davon und drei davon. Flintklinge. Oh ja. nee, das reicht erstmal. Wir haben gute Waffen jetzt erstmal. Aua, um 5 Schaden mehr. Das nimmt man doch gerne. Ach, was ich gerade sehe, wir können ja auch da weiter runter. Okay. Oh, der Bogen macht ja mal einfach 10 Schaden mehr. Genau wie dieses Gewehr. Oh, Junge. Okay, wenn wir mehr haben, können wir auf jeden Fall noch mehr handeln. Schauen wir mal. Na gut, da war jetzt wohl nix. Reptiten gesehen. Richtung Wald. Achso, okay, Richtung Süd. Okay, dann weiß ich jetzt schon, wo wir hin müssen. Dann müssen wir jetzt wohl dahin. Kino, was du tun?
sagen. Inge, Kino Chills, Chilis Zeug genommen. Warum? Kino Ingeborg am meisten mögen. Ingeborg Chili mögen, aber Kino nicht. Fräulein Inge, bitte wende keine Gewalt an. Kino! Du wissen, warum ich bestrafen? Ingeborg Kino nicht mögen. Nein, Ingeborg Kino am meisten mögen. Nicht mehr dumme Sachen anstellen, weil das schlecht. Ingeborg. Leidtun, Ingeborg. Leidtun, Chili. Sachen Chili zurückgeben. Nicht mehr haben. Reptiten genommen. Reptiten? Wohin gegangen? In den Wald gerannt, da. Oh Mann, Ingeborg geht mal ab. Ingeborg auch gehen. Kino zurück in Dorf gehen. Kino Dorf beschützen, während Ingeborg weg. Okay, Ingeborg. Oh Mann, Ingeborg ist echt die stärkste im Männerknast. Kino Mann als Kinochef. Wenn Ingeborg sterben. Ingeborg, du hast ein freundliches Herz. Reptiten verflucht. Chilis Sachen holen. Jo. Ist das eine Kiste? Oh, das ist echt eine Kiste. Naja, okay. Dann gehen wir mal weiter hier runter. Ich weiß nämlich jetzt auch leider wieder mal nicht. Das ist ja langsam ein Markenzeichen, könnte man glatt sagen, von mir. Wie lange der Part schon geht. Ah! Verrecket, ihr kleinen, keine Ahnung was, auf jeden Fall verrecket. Einmal Belebung, Kommen wir da irgendwie rüber? Ah, da kommen wir bestimmt noch hin. Wow. Noch nicht, du. Mach noch einen, oh Gottchen. Na gut, sind ja nur zwei. Das geht ja. Ich sag nie wieder was. Achso, die hat ja noch nichts. Und Raketrolle! Ach man, das macht viel zu wenig Schaden. Bam! Wow! Aber Ingeborg macht guten Schaden. Na gut, und es ist wohl auch dumm, einfach normal anzugreifen, weil. Mit Skills anzugreifen. Oh, Ingeborg hat was gelernt. Das schauen wir uns noch an und danach würde ich sagen, gucken wir mal. Ach, holen wir uns erstmal die Kiste. Tonic Med, Da geht's rüber. Irgendwo lang. Irgendwo. Ach, wenn's weiter nichts ist. Bam, was? Alter, was macht der mit uns? Bam. Zack. Auf da, Kane. Bam. Vollkommen Punch. Ein Zahn. Mana. Machen wir die Kiste noch auf und dann würde ich... Obwohl, wir gehen auch zum nächsten Screen zumindest. Wenn der Part ein bisschen länger wird, dann wird er halt ein bisschen länger. Ja, wow. Und der Kane stellt sich ganz hinter. Super, der Kane. Schmatzer. Testen wir es mal. Achso, das ist wohl was, was Leben regeneriert. Geben wir mal Chili den Schmatzer. Oh ja. Sogar gar nicht mal wenig. Oh, zack. Ja. Zack. Einer tot. Zack. Zweiter tot. Jetzt, ja.
Auf jeden Fall hab ich jetzt mal gemerkt, zumindest, dass es mehr Sinn macht, mit normalen Angriffen drauf zu gehen. Ja, ich hab das Gefühl, wir bräuchten hier eigentlich auch wiederum andere Rüstung, weil wir haben jetzt nur neue Waffen und keine neue Rüstung bekommen. Eine Unterkunft. Eins, zwei. Ach, wenn es weiter nichts ist. Bei den Viechern ist es schon. Ah, ist die Raketenrolle schon hilfreich. Wenn sie halt auch endlich mal will. Und tot. Tot. Meine ich natürlich. Ehrlich gesagt bin ich gerade hier ein bisschen durcheinander. Ich glaube, ja, wir werden wohl doch nach dem Kampf erst bei dem Part beenden. Ach Gott, und so ein Vieh musste natürlich auch wieder auftauchen. Bam. Voll die Kopfnuss. Auf, komm, Crit. Schade. Los, Duckeln. Ach Mann. Warum krittet nur Ingeborg? Die gute alte Ingeborg krittet hier sich zu Tode. Und die Männer. Pff. Ja, beziehungsweise Darken. Ja, okay. Darken und Chili. Bäh. Jawohl. Nee, ich hab gesagt, wir spielen noch bis zum nächsten Screen. Also spielen wir auch noch bis zum. Ach Gott, leckt mich doch. Einfach mal hoffen, dass der Raketrolle mal wieder gut stark ist und so bei denen. Oh ja. Und? Nein, keiner tot. Was? Warum haben die jetzt eine andere Farbe? Oh, nein. Na egal, der stirbt. Gut. Gott sei Dank. Warum war mir das klar, dass hier auch wieder viele Monster kommen werden? Hm. Das ist nur die Überlegung. Ich glaube, der Part wird echt ein bisschen sehr lang. Aber das soll uns auch nicht stören. Muss ich halt ein bisschen länger hochladen, aber. Wen juckt's? Außer meine Internetleitung. So. Jetzt sind wir auch, wie versprochen, im nächsten Screen. Sogar wieder auf der Overworld. Und hier beende ich dann den Part. Und wir sehen uns beim nächsten Part bei Let's Play Chrono Trigger. Bis dahin, ciao, ciao.